Wenn man an Derbys denkt, dann kommen einem natürlich erst einmal große Namen wie Dortmund, Schalke und Co. in den Sinn. Aber genauso spannende Derbys gibt es eben auch im Amateurbereich. Der SV Altengamme trifft zum ersten Mal in diesem Jahrhundert auf Kulslack Neuengamme. Beide Sportplätze trennen gerade einmal 5 Kilometer. Altengamme ist als Landesligist der klare Außenseiter gegen den Oberligisten aus der Nachbarstadt. Die Favoritenrolle ist also klar verteilt. Und damit rein in die Begegnung und die beweist sofort Derby-Charakter. In den ersten Minuten viele Fouls und viele Zweikämpfe. Beide Teams stecken hier vor keinem einzigen Duell zurück. Irgendwann wird dann auch mal Fußball gespielt, es dauert bis zur 11. Minute, dann kommt Vitali Wilhelm an den Ball und das nenne ich mal einen Auftakt. Die Führung für die Gäste durch einen absoluten Hammer, Marco Fettgeneuer im Tor von Altengamme ist völlig machtlos. Wie sieht die Reaktion aus von den Gastgebern? Es geht über Jesper Gabas, der hat viel Platz und macht es dann am Ende selbst. Dieses Derby elektrisiert die Zuschauer von Beginn an, dann allerdings eine schlechte Nachricht für Altengamme. Max Böttcher verletzt sich direkt vor dieser Abschlussmöglichkeit durch Jesper Gabas. Für ihn kommt Jan-Lukas Stegen neu in die Partie. Und der neue Mann sollte gleich im Mittelpunkt stehen, nämlich durch diesen Ballverlust, dadurch die Umschaltmöglichkeit für die Gäste. Moritz Kühn setzt sich da klasse durch und provoziert fast dieses Eigentor. Aber Marco Fettgeneuer mit einem richtig starken Reflex. Aber es gibt ja noch die darauffolgende Ecke und auch die wird gefährlich. Altengamme kann sich in dieser Phase glücklich schätzen, nur mit 0:1 hinten zu liegen. Was zwischen diesen Torchancen bleibt, sind immer wieder heftige Fouls und Rudelbildungen. Es bleibt ein hitziges Derby auf und neben dem Platz. Dann ist erstmal Pause, Zeit zum Durchatmen. Wenn ihr mehr solcher Derbys sehen wollt, lasst doch gerne ein Abo da bei KickTV und schenkt uns einen Daumen nach oben. Nach dem Seitenwechsel bleibt es erstmal das unveränderte Bild. Neuengamme hat mehr vom Spiel und hat vor allem die besseren Möglichkeiten. Ziolek, toller Doppelpass mit El Nema, aber irgendwie hat da Fettgeneuer noch seine Füße im Spiel. Mitte der zweiten Halbzeit traut sich dann auch der Gastgeber mal in die Offensive. Etwas Platz da auf der linken Seite und in der Mitte verzieht Jan-Lukas Stege. Und dennoch ist es der Auftakt zu Altengammers bester Phase. Etwas glücklich kommt da Jonas Buck an den Ball, kann den aber nicht mehr entscheidend verlängern. Wir sind jetzt schon in der Schlussphase, 77. Minute und Ziolek hat die Vorentscheidung auf dem Fuß, verpasst hier aber das 2:0. Und direkt im Gegenzug, es ist jetzt ein völlig offenes Spiel. Leon Giese ist erstmal dazwischen, der zweite Ball landet aber bei Peer Wagner und der haut den in die lange Ecke. Kurz zuvor haben die Gäste noch die Entscheidung auf dem Fuß und 2 Minuten später fällt dann der Ausgleich. Und noch sind ja ein paar Minuten zu spielen. Auf einmal hat Altengamme hier Oberwasser. Leon Giese verhindert hier die völlige Ekstase. Was für ein packendes Derby. Kurz vor dem Ende nochmal Eckball, aber es bleibt beim 1:1. Und das bedeutet, es gibt Elfmeterschießen. Den Auftakt macht Altengamme Jonas Buck mit der Führung. Aber die Gäste können ausgleichen, Marvin Bär mit dem 2:2. Dann kommt Klaassen und der verzieht, Vorteil für Neuengamme. Und den nutzt Hendrik Bombeck, jetzt führen wieder die Gäste. Der nächste Schütze ist Suleiman Omar und auch der trifft nicht. Jetzt wird es natürlich ganz schwer. Aber Fettgeneuer hält seine Mannschaft im Spiel. Damit die Möglichkeit auf den Anschlusstreffer. Jan-Lukas Stegen, ganz cool.
Es folgt Vitali Wilhelm, der Kapitän. Und auch der bleibt cool. Neuentgamme hat es wieder selbst in der Hand. Die Chance für Altengamme zum 4:4. Es bleibt spannend, aber es muss einer gehalten werden. Und das tut Wettgenäuer auch. Was ist das für ein Krimi? Und auf der anderen Seite verschießt dann Gabas. Damit hat es Stepan Prikic jetzt selbst in der Hand. Prikic oder Wettgenäuer? Prikic schießt übers Tor, das gibt es doch gar nicht. Dann kommt Marvin Bär und plötzlich führt wieder Altengamme. Der nächste muss rein und er ist auch drin, wenn auch mit etwas Glück. Nico Reimers scheitert an Leon Giese. Dadurch der erneute Matchball und diesmal ist es vorbei. Der eingewechselte Frank Marfo wird zum Helden in diesem verrückten Derby. Ein ganz großes Derby, also für alle Beteiligten, das insgesamt einfach nur Spaß macht.